Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Eroshiva und das ist Pokémon. Ich habe gerade ein bisschen auf Nintendo geschimpft, wie ich das so gerne mache. Wieso kann man dieses Spiel nur mit Joy-Cons spielen, bitte? Wieso nicht mit dem anderen Controller, Nintendo? Nachdenken, ja? Wenn der jetzt ausgeht, haben wir ein Problem. Aber wir spielen einfach mal. So, wo wollten wir denn eigentlich hin? Ich schnapp sie mir. Oh, ich wollte doch hier reinschauen, fällt mir gerade wieder ein. Willkommen! Für Kinder beträgt der Eintritt 50 Geld. Möchtest du die Ausstellung ansehen? Ja, heute schon. Alles klar, das macht 50 Geld. Vielen Dank. Kauft kein Nintendo. Genau, das will ich damit sagen. Viel Vergnügen. Ich mag ja auch Lego und schimpfe über Lego. Ja? Ich glaube, man schimpft immer am meisten über die Sachen, die man mag. Weil sie es ja noch besser können. Kabutops-Fossil. Das ist ein seltenes urzeitliches Pokémon-Fossil. Mhm. Neko, vielen Dank für dein Cheer. Dankeschön. Ich kauf kein Lego. Doch. Aber die guten Sachen. Wir können auch gegeneinander kämpfen. Ja, kann man machen. Ich bin ja so dankbar, dass ich die Knochen einer solch majestätischen Kreatur mit eigenen Augen sehen darf. Schicke. Aerodactyl-Fossil. Das ist ein seltenes, urzeitliches Pokémon-Fossil. Hm. Eroshiva wäre auch ein guter Pokémon-Name, denke ich mir gerade. Hier sind verschiedene Fossilien aufgereiht, die am Mondberg gefunden wurden. Schön. Oh, das ist ein echtes, urzeitliches Pokémon. Halt, Fehlanzeige. Ist doch nur ein Replikat. Tja. Und dafür habe ich 50 Geld bezahlt. Na, es geht noch rauf, warte mal. In der Ausstellung für dieses Monat dreht sich alles um das Thema Raumfahrt. Oh, Raumfahrt, wie cool. Meteorit vom Mondberg. Es handelt sich um, vermutlich um einen Mondstein. Ein Mondstein! Ich frag mich, was daran so besonders sein soll. Sieht aus wie ein gewöhnlicher Stein. Tuh. Banause. Wahrscheinlich haben sie einen ganz normalen Stein genommen. Dreidimensionales Hologramm. Es trägt den Namen Weltraumkarte. Mondsteinfliegerzieg. Ich hätte gerne ein Evoli. Es ist so furchtbar süß. Fängst du mir eins, Papa? Bitte. Ja, ja, ein Evoli. Ich besorge dir eins. Ja, versprochen. Er sieht doch gar nichts. Er hat die Augen zu. Meteoritenstücke. Raumfähre. Die Entstehung des Weltalls. Und ein Opa. Damals setzte der erste Mensch seinen Fuß auf den Mond. Und nun, viele Jahrzehnte später, steht das nächste Ziel der weiter entfernte rote Planet an. Ach ja, ich freue mich jedes Mal wie ein kleines Mädchen. Kind. Wenn es Neues zum Thema Weltraum gibt. Ja, ja, ja. Ich war ein kleiner Junge natürlich. Naja, wer weiß. Shia, die Währung heißt Poké-Dollar. Nein, dir ist Geld. Poké-Dollar, so ein Schmarrn. Das klingt ja total erfunden. Viel Vergnügen. Ja. Das waren noch Zeiten, als es noch Poké-D-Mark waren. Das nenne ich Erziehung. 50 Geld klingt doof. Nein. Das klingt gut. Das ist ja keine Ahnung. Wo muss ich denn hin? Da liegt ein Pokéball. Aber ich kann nicht springen. Sowas. Vielleicht nach oben? Oh, was denn? Was ist da? Was hast du gefunden? Ja, zeig mal. Marvel Cookie hat unter den Pflanzen etwas gefunden. Du erhältst eine Nana-Beere von Marvel Cookie. Vielen Dank dafür. Sehr gut gemacht, Marvel. Von unten kommst du ran, danach nach rechts aus der Stadt raus. Okay, ich schau mal. Ich wollte jetzt nach oben. Ach, vielleicht hier rechts schon? Nee. Das war zu früh. Aber gehe ich da nicht wieder zurück? Was war das?
kann... Aber gar nicht nach rechts, warte mal. Da liegt aber was. Oh, da komme ich nicht rein. Braves Cookie. Ich habe ein Tier auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Da komme ich erst später ran. Okay. Schauen wir mal kurz hier runter. Aber muss ich nicht hoch? Ich komme doch von da. Ja, ne? Das denke ich mir. Ach, bei der Stadt rechts? Okay. Das hätte ich schon gefunden. Ah, nein, ich will nicht gegen dich kämpfen. Ich will jetzt hier raus. Ich will nach rechts. So. Ah. Hier hängt eine Mitteilung. Diebe haben wertvolle Pokémon-Fossilien vom Mondberg gestohlen. Um sachdienliche Hinweise wird gebeten. Polizei von Marmoria City. Oh ja, das ist der Felsorden. Du hast den von Rocco bekommen, oder? Übrigens, je mehr Orden du hast, desto größer ist auch deine Auswahl im Pokémon-Supermarkt. Das blaue Haus da drüben ist zwar im Pokémon-Supermarkt. Aber das wusstest du bestimmt schon. Es gibt immerhin in fast jeder Stadt ein. Ja, das wusste ich tatsächlich schon. Oh, wo geht's da hin? Nirgendwo. Route 3! Ich weiß nicht. Sehe ich da einen frisch gebackenen Trainer? Bei mir bist du an der richtigen Adresse. Ich bin einer der Trainer-Coaches. Wir warten an den verschiedensten Orten und helfen vorbeiziehenden Trainern dabei, sich und ihre Pokémon auf ihr Abenteuer vorzubereiten. Wir Trainer-Coach sind ziemlich stark, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn du dein Können auf die Probe stellen willst, dann fordere uns heraus. Herausfordern! Du scheinst mir jemand zu sein, der sein Können auf die Probe stellen will. Als Trainer-Coach kann ich dir dabei helfen. Möchtest du gegen mich antreten? Alles klar, legen wir los. Ich muss mir unbedingt ein shiny Nico-Ding holen. Das ist so wunderschön. Oh Gott, was? Gucke, Aldi. Dazu weißt du, ob sie Bescheid weiß. Bescheid. Bescheid weiß wegen dem was? Itemradar. Nico-Ding? Nico-Ding! Nico-King! Achso, Nico-King! Nico-Ding. Es ist bei mir ein Nico-Ding. Oh, der hat einen Bisasam! Ich will auch einen Bisasam haben! Oh, oh. Das ist nicht sehr effektiv. Spiel eine Fallenkarte. Ich versuch's. Lilly wurde bepflanzt? Das klingt irgendwie nicht gut. Okay, warte, ich probiere noch einmal einen Tackle. Und ansonsten wechsle ich das Pokémon. Aber könnte da nicht Feuer gut sein gegen Pflanzen? Habe ich was mit Feuer? Stream ab 18. Pokémon? Warte mal, vielleicht funktioniert es mit Necrotube? Probieren wir es mal aus. Oh ja! Probieren wir es mal. Ist Lilly jetzt schwanger? Ich weiß nicht. Oh oh. Donnerschock! Wieso darf der zweimal? Voll unfair! Oh nee, das bringt gar nichts. Okay. Ich wechsle wieder schnell zu Lilly. Scheiße. Die sind doch ganz stark. Ich glaube, da brauche ich Feuer. Itemradar-Anleitung. Oh, die ist so süß. Ich brauche halt irgendeine Feuerattacke. Oh, das ist gut. Mist, das hätte ich schon früher entdecken müssen. Kann ich heilen? Trank, ja. Los, Lilly, du schaffst es. Ja.
noch besser. Okay, okay, okay. Wir schaffen das. Der hat auch nur das eine Pokémon. Das ist auch gut. Der Schwanz von Lilly zeigt dir neue versteckte Items an. Die Stärke der Schwanz wedelt deshalb, dass du näher in Blickrichtung. Gegen dieser Samen hilft Feuer, Flug und Feuer. Psycho geht auch. Ich habe keinen grünen Daumen. Sorry. Ja. Habe ich schon gemerkt. Ne, gut, das war ja gar nichts, gell? Kampf, Elektro, Gift und Pflanze werden resitiert. Fee auch. Wieso kennst du dich so gut aus, Masuna? Wahnsinn, du weißt ja alles auswendig. Du hast dich gut geschlagen. Du gewinnst 1100 Geld. Poké-Dollar. Alle Achtung, du hast problemlos einen Trainercoach besiegt. Als Anerkennung deines Könnens habe ich ein Geschenk für dich. Du hältst einen Beleber. Oh, cool. Ja, ja, ich weiß schon. Das sagt der Name doch schon, Beleber. Hallo. Da oben geht's auch weiter. Ich kann mich gar nicht entscheiden, wohin. Was starrst du mich so an? Es tut mir leid. Alles okay, Neko. Du bist bestimmt effektiv bei anderen. Göre Lena fordert dich heraus. Hyrapla! Oh! Niedlich. So, probieren wir es mal mit einem Tackle. Ja, das sind ja alles Pflanzen-Pokémon hier gerade, ne? Aber der hat halt nur Level 6, der andere hatte Level 11, deswegen. Werde ich hier besser sein, denke ich. Zack, bumm, tot. Nein, die sind ja nicht tot. Ich habe keine Lust mehr. Oh, drei Pokébälle. Bälle, nicht Melle. Ich will mal kurz schauen, was da oben ist. Ein kleiner Junge. Was hältst du von meinen Shorts? Guck sie dir ruhig an. Ist das eine Anmache? Ich bin ein bisschen zu alt für dich, Kleiner. Wie die immer gleich beleidigt sind. Ja, Wahnsinn, echt. Wahnsinn. Oh. Los, Lilly. Komm schon. Tackle. Ha! Ein Witz war das. Habitak, normal Flug-Pokémon. Ich wollte gerade Pedo schreiben, aber naja. Die legen alle ein unentspanntes Verhalten an den Tag. Ja, Wahnsinn. Ist ja gut. Was hältst du von einem Kampf gegen mein neues Pokémon? Aber wenn es neu ist, ist es wahrscheinlich noch gar nicht so gut. Ich hab die Katze verloren irgendwie. Die war gerade noch da. Jetzt ist sie weg. Camper Marvin fordert uns heraus. Nidoran! Bumm. Und plötzlich geht der Joy-Con die ganze Zeit, ne? Oh. Nicht, dass er genau, ne? Wenn ich das sag. Die Fellnase ist heute etwas kamerascheu. Ja, erst ja gar nicht. Erst fand sie das ja ganz toll. Da hat sie hier rumgespielt und ist hier hochgehüpft. Und als ich den Stream gestartet habe, hat sie hier gespielt mit der Schnur. Wahrscheinlich hat sie dann gemerkt, dass jemand zuschaut und dann ist sie schnell davon. Es ist so niedlich, wie die Pokémon hier einfach rumlaufen. Hallo. Hey, hast du mich etwa gerade geschubst? Ein bisschen. Ist das Luigi? Ja, das ist Luigi. Oh, muss ich mal gucken. Da, da.
Picknickerin. Picknickerin. Nidoran, Gift-Pokémon, effektiv dagegen. Oh mein Gott, ich kriege ja hier immer ein ganzes... Nidoran, siehe Nidoran. Nidoran, weiblich, siehe Nidoran, männlich. So. Sehr gut. Wie hieß denn dieses Ding? Pokekasten. Wo immer angezeigt wird, was man für ein Pokémon hat. Als Gegner. Bei der Pokémon-Anime-Serie von früher, wo das noch der Ash war, da ist doch der... Oh, wie heißt der? Grocko? Gegen den ich gekämpft habe, hat ich und Namen. Pokédex! Pokekasten lacht. Haha. Und der hatte doch immer den Pokédex in der Hand und hat dann gesagt, was es ist und so. So fühle ich mich gerade. Als wäre Mars Una der Grocko. Oh, was ist da? Ein Pokéball. Ich bin der Picknicker. Ja, du bist wirklich ein Arsch. Ach, Ash! Ich brauche eine neue Brille. Der trägt auch Shorts. Was ist denn hier los? Knaps Alexander fordert dich heraus. Ist jetzt das ein Kompliment oder nicht, dass ich ein Ash bin? Vielleicht bin ich ja auch eine... Wie hieß das Mädel? Mit dem Tokipri! Ash hatte zu der Zeit null Ahnung von irgendwas. Ah, Misty. Genau, Misty. Ich will auch ein Tokipri! Ich doch heute nur daheim geblieben. Ich hab dich fertig gemacht, du kleines Kind. Entschuldigung. Hm? Was hast du denn gefunden? Ja, Bibi, Bip. Ja, Bibi, Bip, Bip. Oh, Marvel, guck, hier schon wieder was gefunden. Eine Nana-Beere. Dankeschön. Brava, Marvel Cookie. Gut gemacht. Du bist der Pokémon-Trainer? Dann lass uns keine Zeit verschwenden. Nee, das ist keine Dauerlösung. Das musst du mal Lecko vielleicht einen Internetanbieter anrufen und ein bisschen Dampf machen. Erstmal die armen kleinen Kinder auslachen. Ja, wenn die auch immer gleich so hier... Ich mach dich mit meinen Shorts fertig. Können ja auch netter zu mir sein. Kokuna, Käfer, Gift, Empfehlung, Flug, Psycho, Boden, Feuer, Gestein. Weißt du das alles auswendig, Masuna? Bist du ein lebender Pokédex oder kopierst du das gerade von irgendwo? Level up! Sehr gut. Keks hat auch ein Level up. Oh, Keks möchte Ruckzuck-Hieb erlernen. Ja. Nee, das ist eigentlich ziemlich cool. Windstoß vielleicht? Oder normaler Tackle? Ich kann mich nicht entscheiden. Echt so, die haben keinen Respekt. Ja. Nein, kein Kopieren. Ach, Spiegeltrick ist nicht so brauchbar, meinst du? Na gut. Bald taub sie recht schnell ist. Nur kein Plan, wie lange so eine Reparatur dauert. Ach so, wegen der Baustelle war das okay. Mit anderen Pokémon hätte ich bestimmt gewonnen. So was. Tja. Okay, jetzt will ich aber noch wissen, wo der andere Weg hinführt. Das schauen wir jetzt noch. Hilfe! Oh, ich bin falsch. Was ist denn das?
Ah, oh, cool! Ein wildes Rettern erscheint. Ja, großartig! Behalten! Nein! Okay. Jetzt aber, komm. Rettern. Gift-Pokémon entwickelt sich später zu Arbok. Guter physischer Angreifer. Ne, beim Fangen muss man nicht mehr kämpfen. Da fängt man jetzt so wie bei, oh, Dolph hat ein Level ab. Wie bei Pokémon Go. Dolph X erlernt Energiefokus. Aha. Oh, ich will das eins... Ach so. Sich entwickelt. Mit dem Alter wird der Körper dieses Pokémon immer länger. Nachts wickelt es sich um Äste, um zu ruhen. Okay. So, wer ist Rettern? So war das, ne? Pokémon Box. Seraph, Kamito, Doctento, Knofenser. Ah ja, die Knofensers kommen dann noch weg, ne? Aber das, was wir jetzt zum ersten Mal haben, ist ein Rettern. Und wer hat das letztes im Chat geschrieben? Plötze. Okay, und ich glaube, Plötze hatten wir noch nicht, gell? Okay. Dann wird das jetzt ein Plötze. Ach, findest du, dass du besser passt, Masuna? Jetzt hast du Glück gehabt, dass du das letztes noch geschrieben hast. Dann. Ich stimme dir irgendwie zu. Irgendwie passt es zu dir. Ich weiß nicht warum. Bist auch so. So giftig. Masuna. Und Plötze hätte es auch gar nicht gefallen, eine Schlange zu sein. Tja, Pech gehabt. Wenn man den Mund so voll nimmt, wird man eine Schlange. So. Oh, ein Vogel. Oh Gott, was habe ich jetzt zuerst? Ich bin irgendwie in 2 Grad reingedampft. Ein wildes Habitat erscheint. Ich mache es eigentlich jetzt immer so, dass der Letzte, der im Chat geschrieben hat und noch nicht in einem Pokémon verewigt ist, dass der dann das Pokémon wird. Habitak ist bereits bekannt. Ich bin ein Glurak, ja, ja. Genau. Ah, Marvel Cookie und Verbalus haben ein Level up. Schön. Bin ich halt die große Schlange. In großen Höhlen fällt ihm das Fliegen schwer. Allerdings kann das pfeilschnell umherflitzen, wenn es um den Schutz seines Habitats geht. Plötze, bist du jetzt absichtlich ruhig? Gott sei Dank bin ich Pikachu. Nein! Oh. Aber das macht nichts. Es bringt ja Erfahrungspunkte, auch mehrere zu fangen. Oh! Na. Auch zum Tauschen ist es eigentlich gut, ne? Ha, wer will mit Pokémon tauschen? Ich hab doch gedrückt, Mensch! Jetzt aber, komm! Ich will nicht meine ganzen Pokébälle verschwenden hier. Ey, das gibt's doch nicht! Jetzt aber. Jetzt. Ich habe Radfratz. So. Jetzt will ich endlich ins Menü. Team. Und zwar das Habitat ist auch neu. Und der letzte, der geschrieben hat, der noch nicht verewigt wurde, ist Plötze. Plötze wird zum Vogel. Besser als einen haben. Ich schreibe dich jetzt mit Ö, ne? Einfach mal.
Einfach so. So. Jetzt will ich noch wissen, was hier unten ist. Ah, stimmt. Der Schwanz von Lilly wackelt voll krass, wenn wir bei dem Item sind. Auch in die Richtung. Mist, später zum Ibitak. Ein Trank. Und noch ein. Ja, da sieht man das. Und wenn ich dann in die richtige Richtung gucke, wackelt es noch mehr. Hm. Alles klar. Okay, und jetzt bin ich einfach nur wieder zurückgegangen. Gut, dann gehen wir wieder vor.